So, ja, herzlich willkommen. Neue Woche, neues Glück. Allerdings, kurz dann entschieden, ja, das wird wieder eine normale Woche. Also, ne? Special-Wochen waren jetzt 3 Wochen. Reicht auch langsam. Das heißt, ja, wie gesagt, Heretic, gucken wir mal. Wir spielen jetzt die Sachen hier ganz normal weiter. Allerdings, wie gesagt, als ganz normal, reguläres Programm. Das heißt, wir spielen jetzt von heute bis Donnerstag Hexen im Rahmen des Doom Let's Plays und ich will dann wieder Freitag oder Samstag wieder Mindtest / Mindclone und ja, diese Woche auch mal wieder tatsächlich Mindclone, weil es sich von jemand gewünscht wurde. Ja, und im Rahmen dessen, dass es wieder eine ganz normale Aufnahme wird, heißt das auch wieder nicht mehr 15 Minuten, 2 Folgen heute, sondern ganz normal 1 Folge. Dafür aber, dadurch, dass der Hexen zeitbasiert ist, die Aufnahmen, gehe ich aber von einer Viertelstunde wieder hoch auf eine halbe Stunde, weil ja dafür nur noch 1 Folge pro Tag wiederkommt. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir legen jetzt einfach los mit Hexen. Also, oder vielmehr machen wir weiter mit Hexen. Da waren wir ja mittlerweile bei der 13. Folge. Achtung, kann kurz laut werden. Passt, hoffentlich. So, okay. Gut, wir waren in der nächsten Hub, in der neuen Hub. Hub. Das ist immer noch so laut. So. Da müssen wir rein. Und unten warten ganz viele Gegner auf uns. Aua! Digga, wir haben noch 32 Leben? Bis haben wir gestartet? Oh, weniger als 50% Leben. Das ist nicht gut. Der nächste direkt. Können Sie nicht alle mit einmal hochkommen und sich dann schön in Reihe aufstellen? Ah. Wie viele kommen jetzt noch? Das artet hier langsam in Arbeit aus. So. Wie viele kommen noch? Wie viele müssen wir noch? Da ist noch einer. Und ja, wie ihr gerade schon bei dem einen gesehen habt, da sind jetzt die Fische, die schießen können. Zumindest einer von denen. Ich hoffe übrigens, der Regen stört draußen nicht. Es regnet draußen nämlich. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie stark man den in der Aufnahme hört. So, der Raum da drinne ist, wie man da schon sieht, quasi, ja, ein Schloss. Und hier hilft nur eins, reinrennen, ist nämlich dunkel. Einmal sauber durchrennen, überall. Und bevor man getroffen wird, am besten wieder rauskommen. Hilfe! So, haben wir alle Gegner mit einmal rausgelockt. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass die Dinger wieder runterkommen, damit wir wieder flüchten können nach oben. So, und jetzt können wir nämlich die ganzen Gegner schön abarbeiten. Sehr schön. So, jetzt kommt zuallererst die Hexe ran.
Und ja, es sind tatsächlich optisch gesehen, so wie es aussieht, die gleichen wie die aus Cyberdeck. Nur halt, dass wir jetzt neue Anwesenmuster können. Und deswegen meinte ich auch bei Hexen, meinte ich auch bei Heretic, diese kacken Magier werden uns so viel Freude machen. Kommen wir jetzt mal oder was? Ich könnte fliegen. Fliegt mal rüber. Weil das Schöne ist nämlich bei denen, die sind zwar unglaublich stark, haben aber nur, man kann die relativ schnell umbringen. Wie man gerade gesehen hat. Und deswegen am besten immer verschanzen, sodass man sie treffen kann, sie aber einem selber nicht treffen können. Und das ist gar nicht so einfach. Wir können mal gucken, wie sie angreifen. Da, als Kreis. Das heißt also, das Ding wirbelt und es verfolgt auch den Gegner leicht. Das heißt, der Strahl passt sich immer, also, naja, ist quasi wie so eine Lenkraketen, aber jetzt bei weitem nicht so gelenkig, wie man es vielleicht aus Doom kennt, oder also von den Revenants. Aber sie können zumindest schon mal, wenn man sich so leicht hinter der Ecke versteckt, einem trotzdem anvisieren und erledigen. Und deswegen sind diese Magier halt mit Vorsicht zu genießen. Vor allem, weil sie diesen Schneckenangriff haben, kommen sie damit auch um Ecken rum, wo man selber nicht rumkommt. Das heißt, wenn man schlecht ungünstig steht und die günstig stehen, dann könnt ihr am angreifen, obwohl man nichts dagegen machen kann. Ja. Und dann wird sehr schnell sehr eklig. Und die fliegen schon wieder zu uns, wenn sie sterben. Nein, Junge. Nice ist. Alter. Seht ihr schon getroffen, obwohl wir gerade ausgewichen sind. Deswegen, deren Angriffsmuster sind echt interessant. So, unten geht gerade eine ganze Menge Aktivität ab. Alter, ey, da sind doch noch eine ganze Menge Magier. Scheiße, wie viele sind denn das? Gerade voll die Party hier. Hallo? Ah, boah, gleich drei Stück mit einmal. Nein, 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 nein. Okay, ich höre keine mehr. Ja, ich glaube, das war's. So, und hier sind auch die Pilze, die ich meinte, die, wenn man die abschießt, so eine Giftwolke erzeugen. Und die sowohl für die Gegner giftig als auch für uns. Das heißt, man kann die taktisch gut einsetzen. Muss aber selbst auch drauf aufpassen. Ah, soll ich auf die Viecher da oben? Alter, nur noch 9 Leben? Wollt ihr mich verarschen? Gibt's mal für Health? Hier drin gibt's doch garantiert Health, oder? Ja. Wow. Wo denn? Was denn? Ach, da oben. Da ist noch einer. Hilfe. Weg da. Ich bin Arzt. So, und hier sieht man auch schon das Puzzle. Da in diese ganzen Löcher, da und da müssen so eine Kristalle rein. Ich glaube in 3 Farben. Rot, Grün und Blau. So, und das erste Secret. Oh. Stimmt, hier gab es ja auch noch was. Hey, wie geht das Ding auf? Krater auf dem Mai.
Keine Ahnung. So, auf jeden Fall das erste kennt man vielleicht aus der Kirche, ganz am Anfang, im ersten Map. Die Viecher rausholen, da sind nämlich Vögel drinne und hinter den Vögeln sind dann Schalter. Hä? Kommt da gerade jemand? Oh ja, da kommt jemand. Ist da draußen schon wieder Fischer gespawnt oder was? Ah, scheinbar bloß die beiden. So, jetzt können wir mal die ganzen Schalter da umlegen, die wir da gerade freigelegt haben. Der kann ja Englisch. Naja, das, was diese Magier sagen, ist doch so eine ganz komische Sprache. Ist so ein Mischmasch aus verschiedensten Sprachen. Aber reelle Sprachen. Das heißt, wenn man alle die Sprachen kennt, die benutzen, dann kann man sich auch aufgrund dieser Wortbrücke tatsächlich auch sogar das zusammenreimen, was sie da erzählen. Aber ich kenne keine von den Sprachen. So. Ich sag jetzt mal alle raus hier. Oh, Kacke, die da oben schießen schon. Oh. Das gefällt mir jetzt aber nicht so. Das ist ein Schalter. Kenn ich den schon? Wo ist denn hier noch ein Magier? Wo ist hier noch ein Magier? Ich schwör's. Was war das gerade? Kann es sein, dass der Schalter, den ich gerade gedrückt habe, irgendwas gerade hier runtergezogen hat? Oder er schießt schon wieder. Aua. Alter, was hat die für eine riesen Hitbox? Geht mal kacken. Ich bin locker ausgewichen. Alter, ich fühle mich gerade voll wie beim Kreuzfeuer. Ach du Kacke. Aber ja auch noch was. Oh. Jetzt habe ich ein Kreuzfeuer. Guck mal. Danke. So. Raum Nummer 1 abgeschlossen. So, hier wohnt von Schalter. Da. An den kann ich mich sogar noch erinnern, dass ich mich hier vorne an den nicht erinnern kann. Was macht der? Hier ist man fast hoch runter runter gegangen. LOL. Ach du Kacke. Okay. Oh, da ist noch einer. Ja, wenn die sich bewegen, machen die so einen Verschwommenheitseffekt. Oh Gott, denn die kommen auch noch mal. Der ist jetzt auch offen. Ah, seht ihr? Die haben mich richtig anvisiert, die Viecher. Das ist, wie gesagt, die Magier. Vor allem, wenn man von mehreren umgeben ist.
Wenn man nicht ausweichen kann oder nur bedingt ausweichen kann, hat man quasi direkt verloren. Kann der da oben echt mal sterben? Der geht doch gerade bis auf den Sack. Geht doch. Da ist noch einer. Okay, also entweder sind das beide weg oder ich habe beide besiegt. Wow. Entweder sind beide weg, was ja heißt, dass ich beide besiegt habe, oder einer versteckt sich. Das wollte ich eigentlich sagen. Auch wieder drei? Okay, oh. Ja, darum muss. Oh, Alter. Die Waffe hat doch einen Sack. Wo ist der dritte? Ist er noch drin? Ja. Die springen nämlich gerne mal rum. Hat man ja vorhin oben gesehen, als ich da oben drin war, wie einer direkt vor mir war und sich dann hinter mich gestellt hat mit einmal. Was geht hier unten ab? Den Bereich kenne ich gar nicht. Na gut. Haben wir wieder was zum Rausprobieren. Wie gesagt, in dem Hub kam ich nicht sehr weit. Also viele Sachen hier kenne ich noch gar nicht. Ich bin also tatsächlich selber gespannt. Und wie gesagt, das ist auch das letzte Hub, was ich überhaupt probiert hatte. Das heißt, das hier kenne ich noch so ein bisschen, manche Sachen, ja. Aber spätestens ab der nächsten Hub geht es dann los mit komplett keiner Ahnung. Also auch das nächste Hub kenne ich optisch gesehen. Ich habe mich ja wie gesagt damals mal in jedes Hub mal ein bisschen reingeschiedet und so, mal ein bisschen rumgeguckt, aber eben, kenne ich nur vom Gucken, aber wirklich aktiv gespielt habe ich sowohl in dem Hub als auch in dem nächsten Hub und alle, die danach noch kommen sollten, nicht wirklich. Und da wir aber im Let's Play alles legit durchspielen müssen und auch alle Rätsel lösen müssen, freue ich mich jetzt schon auf die Zeit, die wir haben werden. Das kann heiter werden. So, wo geht's hier hin? Ah, wow. Okay. Ja, hier bin ich bisher immer mit zweit hochgegangen. Und, habt ihr es gerade gemerkt? Hier war so ein... Gut, habt ihr wahrscheinlich wohl zu dunkel, aber nicht gemerkt. Ah, jetzt haben wir gerade wieder gesehen. Guck mal hinten die Fackel an. Wir teleportieren uns hier immer zwischen zwei Seiten der Map. Ja, soll wohl quasi den Effekt haben, dass die Welt ganz klein ist und quasi einen Zylinder umspannt oder so. Keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. Auf jeden Fall kann man quasi von der einen Map, von der einen Seite der Map zu der anderen laufen. Ja. So. Den Teleporter kenne ich noch, weiß aber gerade nicht, wo der hingeht. Okay. Glück gehabt, Alter. Okay, ich glaube, ich weiß, wo das hier ist. Ja, okay. Ich glaube, hier finden wir unsere ersten Kristalle, die wir in dieses Puzzle reinmachen müssen. Oh, er stirbt halt jetzt beide. Oh, true story. Diese Viecher in Kombination mit den Vögeln können echt nerven. So, wo geht das hier? Was lang? Ah, scheiße. Boah, Alter, ich hatte es von beiden Seiten, die attackiert zu werden. Boah, der nächste direkt hinterher. Und noch einer. Digga, was kommt hier gerade an? Wieder drei in Reihe. Alter, was geht hier ab? So, was lebt hier noch? Oh ja, sind diese Laser, Ballabum. Okay, das war eine schlechte Idee. Ich erledige den da hinten erstmal. Komm ich hier rauf? Ja, ich komm rauf. Aua! Irgendwie ist hier gerade Infighting, kann das sein? Wow, 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 wow. Ich
Vor allem, ich kann die da hinten noch nicht anvisieren. Kackauto eben. Das ist keine Chance, also kriegst du den hinten nicht wirklich. Ist er jetzt weg? Doch, er ist weg. Erst hat jetzt der Kackbombner? Ich sterbe. Ne, 7 Leben gerade mal noch. Das kannst du vergessen. Gibt's noch einen anderen Weg rein, von der anderen Seite vielleicht? Damit ich immer ein bisschen wenigstens versuchen kann, taktisch vorzugehen. Taktik am Arsch. Fick Mutter Arsch Sohn. Oh, geht gar nicht weiter. So. Wo ist denn jetzt hin? Das ist der Behindert. Oh, kommt direkt der nächste Vogel. Mann, von wo denn jetzt schon wieder? Langweilig. Oh, diese Kack-Schildviecher. Und da ist hin schon wieder einer, der mit Kack-Laser rumlasert. Wo schießt meine Waffe hin? Wieso schießt sie nach unten? Das ist doch gar nichts. Ich fick mein Leben. Geht doch. Jetzt schießt er nach links. Oh, deinem. Ja, klar. Oh, wollt ihr mich eigentlich ruinieren? Geht doch. Oh, Alter, 66% leben noch. Das wird ja heftig, das kann ja heiter werden. So, hier unten ist erstmal. Oh ja, ist doch was. Na gut, aber ich will versuchen, erstmal hier oben die Kackdinger aufzusammeln, bevor wir runtergehen. Oder machen wir erstmal hier oben sauber? Also, man weiß immer nicht, was man hier zuerst machen soll. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier oben. Wobei es nicht so aussieht, als ob man hier viel machen könnte. Nee, doch hinten ging es irgendwo auf, oder? Nein, auch nicht. Hier ging es doch irgendwo auf. Ach, leck mich halt. Gut, dann gehen wir doch erst runter. Halt, ich wollte hier rauf. Danke dafür. Oh, ich fick mein Leben. Durch diese scheiß Schildfische brauchen wir noch für alles so lange, dass wir derzeit wieder hier hoffen, dass neue Gegner spawnen. Das ist deprimierend. So, mal wieder volles Leben. Jetzt gucken wir mal, was der Schalter hier macht. Ach, der Kackraum war das. Wie war denn das jetzt nochmal? Okay. So, und jetzt muss ich da hin. Oh. Und hier ist jetzt der nächste Schalter. Und das Ganze jetzt immer schön im Kreis. Wow, das war verkackt. Oh, hier gibt es ja zwei Schalter. Gab es in den anderen Raum auch mehrere? Nein. Ach du Scheiße. Nee. Ja, das passiert, wenn man dumm ist. Kann ich jetzt rauslocken? Ja, es funktioniert. Ja, die Hexen sind dumm.
Alle tot? Keine Ahnung. Kann man wieder speichern hier? Wie viel müssen wir jetzt eigentlich machen? Achtet ihr gerade deine Arbeit aus? Okay, sind wir wieder in der Mitte? Ah! So war das. Sehr schön. So, wenn ich jetzt nicht komplett behindert bin? Ja! Jetzt kommen wir hier rauf. Nein! Oh, Alter. So, und jetzt muss man hier nämlich wie eine Leiter raufklettern und Stufe für Stufe klimmen. Hä? Nein, nicht. Ah, da hinten sieht sie schon den ersten Kristall. Aber... So, schaut mal, mehr sind hier nicht. Ne, brauchen wir noch nicht. Was war hier? Da ging es runter. Da war der Kristall. Gab es jetzt hier noch mehr oder war es schon? Moment, bei uns kann man noch auch darüber. Ja, da ist auch Boni. Dann müsste das hier mit dem Springen funktionieren. Alter, schon alles so ausgegraut in meinem Gedächtnis. Fuck my life. Ah, das war natürlich... Wow. Da ist noch einer. So. Mann! Ja, voilà. So, wo ist jetzt hier lang? Ah, schon wieder so ein Teleportierkack. Ah, noch ein zweiter Kristallstein. Wow, kommst du jetzt her? Lücke Mock, weg. Achso, hier geht's. Da. Geht's hier auch irgendwo? Da hinten ist der Teleporter. Ah! Diese spawnen Fischer. Das ist, was ich am Anfang meinte. Was das Ganze ein bisschen blöd macht, weil man halt denkt, immer ist alles clear und dann stehen auf einmal Gegner rum. So, was war hier? Oh! Willkommen in Ägypten! Na gut, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle erstmal Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Das mit dem Katakomben da oder wie auch immer man das nennen mag.